Hi und willkommen bei Mit Humor durch die Anatomie. Ich möchte euch heute ein paar Basics beibringen. Und zwar schauen wir uns ein paar wichtige Regionen an. Das hier ist der Kopf. Kaputt. Warum heißt das Ding so? Wenn man drauf fällt, ist es kaputt. Dann haben wir hinten den Nacken, Nuche, Rücken, Dorsum. Und das ist der Thorax, der Brustkorb. Also kaputt, Nuche. Dorsum, Thorax. Bauchraum heißt Abdomen und das Becken, Pelvis. Da könnt ihr einfach an Elvis, der Pelvis, denken. Das sind so mal die wichtigsten Regionen, die wir hier oben haben. Hals, vorne wäre Kolben. Wiederholen wir es einmal. Kaputt, Nuche, Kolben, Dorsum, Thorax, Abdomen, Pelvis. Dann haben wir noch Extremitäten, normalerweise zwei obere, aber das habe ich für nachher für ein Video entfernt, und zwei untere Extremitäten. Um uns ein bisschen am Körper zu orientieren, brauchen wir ein paar lateinische zusätzliche Begriffe für die Richtungen und für links und rechts. Links wäre Sinistra, rechts wäre Dexter. Bitte immer aufpassen, das ist immer am Patienten beschrieben, das heißt am Anfang, wenn man jemanden anschaut, muss man spiegelverkehrt denken, das kommt immer zu ganz tollen Verwirrungen. Also, Sinistra und Dexter. Wenn etwas in der Mitte liegt, dann liegt es median, das ist genau in der Mitte, so wie hier das Brustbein, das Sternum, liegt genau in der medianen. Wenn ich mittig hin möchte, medial, nach außen hin heißt lateral. Also, der Oberarmkopf liegt lateral vom Sternum, das Sternum liegt medial davon. Dann müssen wir noch ein bisschen beschreiben können, rauf und runter. Wenn ich mich hier am Rumpf bewege, dann heißt kopfwärts oder nach oben hin kranial und nach unten hin heißt caudal. Caudal ist nämlich hier der rudimentäre Schwanz, den wir noch von unseren Urahnen, den ersten Säugetieren, übrig haben. Das heißt, wenn ich mich hier befinde und raufwärts möchte, dann muss ich mich nach kranial bewegen. Wenn ich hier bin und runter möchte, dann nach caudal. Spielen wir das Ganze mal durch. Wir setzen uns hier einen Markierungspunkt. Wenn ich von diesem Markierungspunkt auch mehr zur Mitte möchte, dann muss ich nach medial gehen. Wenn ich von diesem Markierungspunkt hierher möchte, dann muss ich nach lateral. Wenn ich beschreiben möchte, hier, wo das Schlüsselbein liegt, dann muss ich sagen, das Schlüsselbein liegt in Bezug auf diesen Punkt weiter kranial. Und wenn ich hier den Beckenkamm meine, dann liegt der Beckenkamm in Bezug auf dieses Pünktchen hier weiter nach caudal. Diese Richtungsbezeichnungen, kranial-caudal, gibt es nur am Stamm. In den Extremitäten müssen wir das ein bisschen anders benennen, weil wir diese Extremitäten in alle möglichen Positionen bewegen können. Und da ist dann kranial manches Mal, wenn ich die Pfoten irgendwo komisch bewege, in eine andere Richtung. Das heißt, an den Extremitäten heißt das immer proximal, näher beim Stamm, oder distal, weiter weg. Das heißt, wenn wir uns hier mal so einen Arm nehmen und uns das anschauen, dann ist das Ellbogengelenk hier. Und wenn ich zum Schultergelenk möchte, dann liegt das Schultergelenk weiter proximal, nämlich weiter beim Stamm. Und wenn ich das Pfötchen meine, dann ist das Pfötchen in Bezug hier auf das Ellbogengelenk weiter distal. Hier an den Extremitäten beschreiben wir natürlich auch medial und lateral. Das heißt, wenn ich hier den Unterarm nehme und so vorstrecke, analog zu meiner Hand, dann liegt hier die Ulna medial, die Elle ist medial, und der Radius, die Speiche, liegt lateral. Medial, lateral. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Sachen zusammen. Kaputt, Kolben, Nuche, Dorsum, Thorax, Abdomen und Pelvis. Die oberen und unteren Extremitäten. Bei den Richtungen zur Mitte hin medial, ganz in der Mitte median, nach außen hin lateral. Wenn ich mich am Stamm, am Rumpf, am Thorax bewege, nach oben hin kranial, unten hin caudal. An den Extremitäten näher ist proximal, weiter unten distal.
Zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, wo liegt der Oberarmkopf am Oberarmknochen, dann liegt der weiter proximal und das Ellbogengelenk liegt weiter distal in Bezug auf diesen Knochen. Eine Sache brauchen wir noch. Bauchwärts nach vorne zu heißt ventral und rückenwärts heißt dorsal. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel hier vorne am Oberschenkel verletze, dann ist das eine Verletzung auf der ventralen Seite. Wenn ich mir hinten beim Laufen die Rückseite verletze, zum Beispiel die Hamstringsmasse, dann wäre das eine dorsale Muskelgruppe. Ventral ist immer die Körpervorderseite, dorsal ist immer die Rückseite.